Meine lieben Brüder und Schwestern, dies Evangelium heute muss sehr innig bedacht werden. Das heißt, in der Vaterunser-Bitte, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel, dass wir im Vaterunser ist ein majestätisches Wir, ein majestätischer Plural. Führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Übel. Einige meinten, das hatte ich schon mal gesagt, einige meinten, das sei so nicht richtig, denn Gott könnte nicht versuchen, das könne nur Satan, das stimmt. Aber es heißt ja auch nicht im Gebet, versuche mich nicht, sondern führe mich nicht in Versuchung. Der Geist führte Jesus in die Wüste, dass er dort vom Satan versucht werde. Das heißt, in Versuchung führen. Nun, an Christus ist es geschehen, dass er vom Geiste in die Versuchung Satans geführt wurde. Eine erregende Szene, das ist ein Aufbruch Jesu zum großen Titanenkampf. Er schlägt sich auf Erden nieder, der Kampf, der sich in den Äonen ereignet, zwischen Michael und Luzifer. Das geschieht nun zwischen dem menschgewordenen Gott und Satan. Und wenn von Versuchung die Rede ist, dann ist das kein müßiges als ob, sondern eine echte Versuchung. Ein furchtbarer Kampf. Der Kampf des Menschgewordenen gegen den Versucher. 40 Tage und Nächte hat er gefastet, um sich zu stärken im Geiste. Aber wer sich im Geiste stärkt durch Fasten, durch äußertes Fasten, das war ein äußertes Fasten, 6 Wochen im Jahr, er hat gar nichts gegessen. Der ist zwar einerseits gestärkt, andererseits wiederum doppelt und dreifach und mehrfach gefährdet. Ihn hungerte. Übrigens medizinisch nachgewiesen, dass gerade nach 40 Tagen ein ganz entsetzlicher Heißhunger aufflammt. Nach einer Weile, wenn man gar nichts vergessen hat, erlischt das Hungergefühl, um dann wieder ganz gewaltig aufzuflammen. Es war also ein brennender, sehrender Hunger. Aber mit diesem Mach aus den Steinen Brot ist überhaupt die ganze Sphäre des Sinnlichen gemeint. Die Steine liegen unten. Die ganzen unteren Bereiche sind in Rebellion, verlangen ihr Recht. Und was die unteren Bereiche verlangen hat, wer weiß das nicht? Den betörenden, scheinbar unwiderstehlichen Zwang des Selbstverständlichen, des scheinbar Selbstverständlichen. Das ist ja die Furchtbarkeit der Versuchung aus den unteren Sphären. Wer das noch nicht erlebt hat, soll dankbar sein. Aber es ist so, da reckt sich etwas auf und alle Stimmen, Millionen Stimmen höhlen ins Ohr. Das ist doch das Selbstverständliche vom Selbstverständlichen. Das ist doch Irrsinn, davon abzustehen. Dann die Versuchung der Eitelkeit, sich in Szene zu setzen. Dieser Versuchung sind nicht alle in gleicher Weise ausgeliefert, aber es gibt Menschen, die sind
fasziniert bis ins Äußerste von der Vorstellung, alles schaut auf mich, bewundert mich, klatscht mir Beifall. Versuchen der Eitelkeit ist eine mächtige Versuchung. Vor aller Welt, lass dich doch runterstürzen. Das sehen sie doch, dass du Gottes Sohn bist. Doch dein Anliegen, dass sie es merken. Also, tu es. Du glaubst ja gar nicht, wie sie alle gelaufen kommen, wie sie starren. Wenn du oben auf der Zinne des Tempels stehst, bereit herunter zu sprengen, das spricht sich herum wie ein Lauffeuer. Man wird in Massen anrücken. Das will doch die Masse. Dann stell dich doch der Masse. Es gereicht dir doch zum Heil. Da sehen sie doch, wo die Wahrheit ist. Tu's doch. Nein, man solle das einmal in Ruhe bedenken, angesichts auch einer sehr verbreiteten Wundersucht. Angesichts dessen, was unser Erzbischof den Apparitionismus nennt, Erscheinungssucht, dies drauf erpicht sein, dies herumstöbern in allen möglichen Berichten, die nicht geprüft sind von Lehrern des geistlichen Lebens, von den Meistern der Unterscheidung der Geister, ungeprüfte Berichte über Erscheinungen und Wunder werden begierig verschlungen und man fährt hin und lässt sich dies und jenes vorzeigen und anstaunen und von Wundererscheinungen die Seele übersättigen. Der Herr entzieht sich dem. Er will nicht. Das ist geheime Sensationslust. Man mache sich nicht vor. Christus will keine Sensationslust. Und wo er ein Wunder wirkt, um ein Zeichen zu setzen, die Wunder sind ja Fortsetzung seiner Predigt, dann nie um sensationell aufzufassen. Und wenn er das Weitersagen verbietet, dann meint er es damit ernst, sagt es nicht weiter. Wunder und Erscheinungen, die also geflissentlich weitererzählt werden und verbreitet werden, solchen Erscheinungen ist mit äußerster Vorsicht und Skepsis zu begegnen. Es gibt eine falsche Wunderscheu, die Wunder von vornherein ausschließt. Das ist nicht katholisch. Die falsche Wundersucht ist auch nicht katholisch. Es gibt den prüfenden Wunderglauben der Kirche, wobei es gegenüber jedem einzelnen Wunder die Kirche freistellt, ob man daran glaubt oder nicht. Die sogenannten Bestätigungen seitens der Kirche bestehen darin, dass sie versichert, dies, was da im Zusammenhang mit der Erscheinung berichtet wird, ist nicht gegen Glaube und Sitte. Man darf es also glauben. Mehr sagt die Kirche nicht, aber niemals du musst es glauben. Aber das ist eine ungeheure Versuchung, ein prickelnder Reiz im Rampenlicht steht, fotografiert werden, gefilmt werden, gelobt werden, Beifall zu bekommen, die Mittelpunkte stehen. Eine ungeheure Versuchung. Und dann die schlimmste aller Versuchungen, die Versuchung zur Macht. Mit der Macht ist auch verknüpft die Versuchung zur Rachsucht. Eine fast unbezwingbare Versuchung. Die Lust, andere zu demütigen. Das ist ja gar nicht so sehr der Mord. Andere zu morden befriedigt wenig die Rache, aber sie zu demütigen. Nicht immer, sehr verständlich, aber sehr oft. Eine
Rachsucht, zumal es dabei seine Wenden hat und damit eine Andeutung verknüpft wird. Der ist am Boden, dem geht es sittlich ganz übel, der ist total verkommen. Ich könnte Ihnen da einiges erzählen, aber ich will nichts erzählen. Solche gemeinen Sprüche hört man ja zuweilen. Was ich alles erzählen könnte, ich könnte auspacken, aber ich tue es ja nicht. Das ist übrigens die gemeinste Form der Ehrabschneidung, die man überhaupt nur denken kann. Wir wollen sehr für ihn beten, dann setzt die Ehrabschneidung sich die Krone aufs Haupt. Man muss sich immer selber sehr prüfen. Fromme Sprüche, in fromme Sprüche eingepackt, kann die letzte Gemeinheit stecken. Und man sich merken. Aber in der Rachsucht, in der Ausübung der Macht, in der Verlockung der Macht kann sehr viel Versuchung stecken. Die Macht in sich ist etwas Neutrales. Ohne Macht und Machtausübung geht nichts. Die Wahrheit muss zur Macht kommen. Aber die Macht zu missbrauchen und zum Selbstzweck zu machen, darin liegt etwas unerhört leise, verführerisch, einfach. Christus widersteht, aber nicht mit eleganter Leichtigkeit, sondern es ist bereits ein Vorgeschmack jener Kenosis, Selbstentäußerung, jener Entleerung, Annihilatio. Er begibt sich ins Nichts, er begibt sich dieses spürbaren Beistandes. Und nackt und bloß mit seinem einzigen Willen, ohne irgendeine Unterstützung durch das Gefühl, ist er der Versuchung preisgegeben und besteht die Versuchung. Und das ist die Lehre aus diesem Bericht. Wir beten, du betest und ich bete, führe uns nicht in Versuchung. Nicht. Jesus hat dann in Versuchung geführt. Mich führe nicht in Versuchung. Erlöse mich von den Lügen. Das heißt mit anderen Worten, ich kann's nicht. Ich kann's nicht bewältigen. Jeder, der sagt, hätte es ja lassen können, ich hätte ja auch sagen fallen würden, wir tun es ja auch nicht, so einfach haben wir es ja auch nicht, wir könnten uns ja auch ein schöneres, genussreicheres Leben machen, wie die anderen, wie der Zorus oder so, die Asozialen, wie all diese Leute halt, mit denen ich mich ja noch lange nicht vergleiche. Schließlich hat man ja seinen freien Willen vom Herrgott bekommen, also man kann sich zusammenreißen und Nein sagen, hätten wir auch machen können. Du bist ja selber schuld. Wer so redet, ist der vollendete Pharisäer. Und Sie wissen, was auf den Pharisäismus lastet. Die Verdammnis. Man bedenke das wohl. Diese Häme hat ja seinen freien Willen. Dein freier Wille reicht nicht aus. Und wenn du so denkst, kann dir eine ganz große Gnade passieren. Dass du nämlich mal wirklich in Versuchung geführt wirst. Bis jetzt bist du nämlich noch nicht in Versuchung geführt worden. Das waren nur so ein paar Andeutungen. Das hat so ein bisschen geklimpert. Aber eine echte Versuchung, die hat es in sich. Und die kannst du nicht bestehen. Und wenn du das aber meinst und auf deinen freien Willen so viel gibst, als könntest du, dann wird dir dann eine große Gnade möglicherweise widerfahren, wenn du dann wirklich mal in Versuchung kommst. Dann wird dir nämlich der Mund gestopft. Dann wirst du ganz klein und merkst, ich kann es ja gar nicht. Und dann wirst du auch zu urteilen über andere, die in Versuchung gefallen sind und es gar nicht schaffen konnten. Genauso wenig, wie du es schaffen kannst. Christus konnte es. Mit diesem äußersten Willen, der gar keine Krücke und Stütze hat,
Aber du und ich, wir haben Brücken und Stützen. Durch unsere Veranlagung, durch unsere Umgebung, durch unser Milieu, durch unser Gefühlsleben und so. Aber Christus hatte da gar keine Krücken und Stürze. Gar keine. Wie später am Ölberg. Nur der will. Er konnte. Der heilige Paulus sagt einmal, bis aufs Blut widerstanden habt ihr nicht. Noch nicht. Bis aufs Blut widerstehen. Alles drängt sich auf. Es glitzert und gleißt, bietet sich an. Ich wiederhole mich. Mit dem trügerischen Anspruch und Schein der penetranten Aufdringlichkeit. So selbstverständlich. Natürlichst von der Welt, so ganz natürlich. Tust doch! Das gegenüber dem ganzen weiten Bereich der Sinnlichkeit. Dann tust doch! Und soll dein Licht nicht nur in den Scheffel stellen. Setz dich in Szene. Bis zu einem gewissen Grade ist das durchaus zu vertreten, mit seiner Begabung sich in Szene zu setzen, um andere zu erfreuen. Aber wie viele machen daraus einen Selbstzweck und werden rasend und wahnsinnig, wenn sie um ihren Ruhm gebracht sind. Wir kennen die Nervenzusammenbrüche zum Beispiel im Zusammenhang mit Olympischen Spielen. Und dann eben die Nachteile. Du bist nicht wie die anderen. Du bist herausgehoben. Übe deine Macht aus, die ist dir gegeben um deinetwillen. Du bist ein aus dir selber rollendes Rad. Präge dein Gesetz auf und deinen Willen der Welt. Du hast es nicht nötig, dich gleichzustellen mit den allgemeinen moralischen Gesetzen. Du stehst darüber. Das sind die sogenannten majestätischen, satanischen Erscheinungen. Die sind oft erhaben über sinnliche Dinge, aber sie treten auf mit großer Macht und Herrlichkeit. Oh, wie ist das gefährlich? Wie greift das an alle Geweide, an alle Nervenstränge, um den Menschen niederzuhalten? Aber sei froh und glücklich, dass du noch nicht diese überwältigende Macht der Versuchung erlitten hast. Und lass von vornherein es gar nicht nötig werden, dass du in Versuchung geführt wirst. Wann ist es nötig, dass du in Versuchung geführt wirst? Wenn du mit Fingern auf andere deutest oder dich verächtlich von anderen abwendest, mit sowas habe ich ja es zu tun. Ich gehöre ja zur Lichtseite. Ich gehöre ja zu den anständigen Bürgern. So etwas kommt in unserer Familie nicht vor. So etwas tue ich nicht. Das kann ich auch nicht verstehen. Was könnte mir überhaupt nicht passieren? Das ist alles perfekter Pharisäismus. Wieso kann das Ihnen nicht passieren? Na, hören Sie mal, 2x2 schließlich 4. Ich habe ja meinen freien Willen. Du armseliges Würstchen, sieh zu, wo du mit deinem freien Willen hinkommst. Dein freier Wille, der widersteht, ist Macht und Gnade, die dich hält und stützt. Mit allen Mitteln verhält dir mütterlich seine Liebe und sein Licht und sein Geleit. Die Hände unter, dass du nicht fällst. Dem allein hast du zu verdanken. Dem ganz allein. Aber bilde nicht ein, du hättest es zu verdanken, deinem freien Willen. Wehe, wenn du dir das einbildest.
ist also der Wille nicht frei. Doch, er ist frei. Aber er wird erst wirklich frei in seiner Gnade. Ohne seine Gnade kann sich dein freier Wille nur falsch, scheinfrei, sklavisch unterwerfen dem Ansturm der Versuchung. Merken wir das. Spiele dich also nicht auf mit deiner freien Entscheidung. Eher ist es in dir oder glückliche Umstände um dich herum und auch in dir. Das ist die Lehre dieses Evangeliums. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Macht dir es nicht leicht. Der Pharisäer ist nicht der, der nach außen so tut, als ob und hintenrum sündig. Es ist ja nicht wahr. Die Pharisäer haben es bitter ernst genommen und haben das Gesetz gehalten bis ins Kleinste und haben sich dann abends nach starken Willensleistungen hingelegt und haben gut geschlafen mit gutem Gewissen. Und Christus hat sie verurteilt mit allen schärfsten Invektiven. Er hat sie angegriffen, war die Frommen ihrer Zeit, vorbildlich, aszetisch. Die deponierende Erscheinung. Was haben die gebetet? Aber sie haben ihr Gebet verabsolutiert, zum Selbstzweck gemacht. Und haben den vergessen, zu wem sie beten. Der war ihnen vollkommen egal. Ihre eigene Leistung stand obenauf. Bist du nicht in der Gefahr? Du Willensstarker, mit willensstarker Charakterveranlagung. Was kannst du dafür, dass du von deinem Charakter her einen starken Willen hast? Gar nichts kannst du dafür. Wende dich hin zu ihm, von dir weg und lass ihn in dir herrschen. Und wenn du das tust, dann wirst du jegliche Verachtung und Verurteilung lassen. Hüte dich vor dem Sauerteig der Pharisäer, nämlich der Heuchelei, die sich selbst vormacht, sie wird fromm, während sie in Wirklichkeit nur sich selbst anbetet, aber nicht ihn anbetet.